Die Schlager-Ikone Heino hat die Schnauze voll. Im Live-Fernsehen schießt er gegen die genderkorrekte Sprachpolizei. Er lässt sich nicht unterkriegen. Die Mainstream-Presse natürlich völlig aus dem Häuschen. Gehst du zum Gendern beispielsweise? Das ist für mich alles. Den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen. So wie wir in Rheinland sagen, nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich würde weiter von der schwarzen Haselnuss singen. Ich würde weiter lustig ist das Zigeunerleben singen. Und da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Und das habe ich wieder in den 60er Jahren in der Blütezeit des Beats wieder populär gemacht. Das soll auch so bleiben, wie es ist. Cooler Typ, der hat Rückgrat, der verbiegt sich nicht, der steht zu seiner Meinung, also stabiler Mann. 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, 10 nackte Friseusen, mit richtig feuchten Haaren. Alles richtig gemacht, bleib stabil, etwa 75% der Deutschen stehen bei diesem Thema hinter dir.